Ja, in der Studie empfehlen wir drei Dinge. Erstens, die Kooperation zwischen privatwirtschaftlichen und kommunalem Ausbau zu verbessern. Da läuft viel noch unverbunden nebeneinander her, teilweise auch gegeneinander. Man denke nur an die Überbauproblematik. Zweitens empfehlen wir, das Betreibermodell weiterzuführen. Darauf hat das Land Baden-Württemberg von Anfang an gesetzt und das ist ein klares Erfolgsmodell. Und drittens, damit zusammenhängend, empfehlen wir der Landesregierung, mehr Experten in dem Bereich auszubilden. Wir sehen, dass das ein ganz klares Bottleneck ist für den weiteren Breitbandausbau im Land derzeit.